Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute wieder zu einem Tabak-Review, zu einem neuen Tabak von Argile Tobacco. Und zwar dreht sich heute das Video um den Tabak Chapo Chill, die angeblich limitierte Version. Ich weiß nicht, wie limitiert das sein wird, aber es gibt ja hier auch noch den Chapo Melon. Da ist keine Limitierung drauf, deswegen, bei Herbs auch keine Limitierung drauf. Lol. Wobei ich sagen muss, bei der Dose hier ist auch keine Limitierung drauf, deswegen vielleicht haben sie sich ja doch spontan dazu entschieden, keine Limited Edition zu machen, keine Ahnung, aber ihr habt es ja gesehen, bei mir ist limitiert. Ich habe die besondere Dose. Auf jeden Fall habe ich mich für den Chapo Chill entschieden, was ich hier reviewen möchte, weil ich nicht so der große Melonen-Fan bin, eher so der bärige Typ, also so Beeren-Mix, Himbeere, Eis ist das Ganze ja hier. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, Himbeere, Eis. Klingt sehr, sehr geil. Klingt sommerlich. Und ich habe den schon mal probiert, einmal vorab, damit ich ungefähr so ein bisschen den Eindruck bekomme. Und heute werden wir das Ganze gemeinsam machen. Ich werde natürlich wie immer auf Schnitt und Feuchtigkeit etc. gleich zu sprechen kommen. Aber vorerst zum Design. Zum Design von Argile Chapo Chill muss ich sagen, finde ich okay. Ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Ist einfach ein schwarzes Feld mit ein paar bunten Punkten drauf. Ich zeige euch das mal, wie ihr seht. Und halt hier in der Mitte das bekannte Logo von denen. Hier die Schrift, wie bei allen anderen Dosen auch. Und oben einfach der Schriftzug Argile Premium German Tobacco. Also ich finde es jetzt nicht besonders, ne? Also ich finde, da haben sie sich bei den anderen Dosen ein bisschen mehr Mühe gegeben. Zum Beispiel hier der Orange Mint sieht unnormal heftig aus. Meiner Meinung nach ist das jetzt, ja, durchschnittlich, also vom Design. Also wenn man jetzt generell nur Argile bewerten würde, vom Design her würde ich denen schon so eine 9 geben, weil ich finde, die Dosen sehen schon sehr cool aus hier. Chapo Layman, das sind übrigens auch alle Geschmäcker, die ich schon mal probiert habe, außer wie gesagt der hier. Finde ich lecker, finde ich sehr gut von der Qualität auf jeden Fall. Und ja, Design von Chapo Chill, ja, ich finde es halt wirklich nicht besonders, ne? Also spielt jetzt auch eigentlich keine große Rolle, aber das ist, weil ich das ja immer bewerte bei meinen Reviews, würde ich dem Ganzen jetzt hier eine 5 geben, weil es ist einfach ein schwarzes Feld mit bunten Punkten. Also ich weiß nicht, also das soll vielleicht Himbeeren oder Beeren sein, ich habe keine Ahnung. Ich finde es wirklich nicht so besonders, aber kommen wir einfach mal gleich direkt zur Schnitt und zum Feuchtigkeit des Tabaks und zum Kopfbau. Deswegen würde ich sagen, reden wir auch nicht zu lange um den heißen Brei, sondern kommen wir direkt zum Kopfbau. So, kommen wir nun zur Schnitt und zum Feuchtigkeit des Tabaks. Ich zeige euch das mal hier. Ich rühre das Ganze gleich erstmal um. Heute auch ungewöhnlicherweise mit einer Zange, aber gerade liegt das hier in der Nähe, deswegen zum Rühren ist das auf jeden Fall in Ordnung. Sehr, sehr feuchter Tabak auf jeden Fall. Argile ist generell von der Qualität und von der Feuchtigkeit sehr gut. Schnitt, muss ich sagen, ist ein bisschen schwierig zu bewerten. Bei mir sind jetzt nicht großartig viele Ästchen drin, also ganz, ganz kleine, aber das sind jetzt keine Ästchen, das sind eher so Fädchen, sage ich einfach mal, was beim Rauchen nicht stört. Ich habe hier auch noch die zweite Dose am Start. Ja, ihr seht, hier sieht das Ganze genauso aus. Das ist die, in Anführungsstrichen, nicht limitierte Edition. Sieht genauso gut aus von Schnitt und Feuchtigkeit, also auf jeden Fall top. Und ja, deswegen würde ich sagen, baue ich das Ganze heute hier im Oblaker M, also in dem Funnel von Oblaker in Rot. Deswegen baue ich das Ganze jetzt erstmal und dann gucken wir mal, wie das Ganze dann performt. So sieht der gebaute Kopf aus heute mal. Ein bisschen auf schnell gebaut, aber ist auf jeden Fall noch in Ordnung. Ein bisschen mehr Kontakt heute. Kann man auf jeden Fall so rauchen. Ich würde sagen, das machen wir auch gleich. So, deswegen Kohle drauf und dann let's go. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie das schmeckt. So, der Kopf ist drauf, wie ihr sehen könnt, mit 3 Kohlen drauf, ganz entspannt, der Argile Chapo Chill. Und jetzt werde ich den ersten Zug nehmen, der Kopf steht schon ein bisschen, deswegen denke ich mal, dass da gleich schon ordentlich was am Start sein wird. Ja, nicht ordentlich, aber ist schon ein bisschen was am Start. Ich merke auch so ein bisschen vom Geschmack was. Ja, so ein bisschen braucht er noch, aber ich merke schon beim ersten Zug diese Kühle, diese leichte Kühle, richtig geil. Und geschmacklich kann ich noch nicht viel sagen, ich muss noch ein bisschen abwarten, bis der volle Geschmack sich entfaltet hat. Kommen wir dann vielleicht vorerst nochmal kurz zum Geruch. Dazu habe ich ja noch gar nichts gesagt. Wenn man die Dose aufmacht, der riecht so geil. Also der riecht richtig fruchtig, himbeerig, süß. Also der riecht sehr, sehr süß. Also nicht so säuerlich, also schon relativ süß. Und ja, mega geil. Geruch ist schon mal top. Und das ist ja meistens immer so ein schwieriges Zeichen, wenn der Geruch geil ist. Geschmacklich, muss man gucken. Langsam ist er auf jeden Fall am Start. Heute auch alles gematcht. Dose rot, T-Shirt rot, Kopf rot. Nice.
ja, zur Rauchentwicklung nach so einer kurzen Zeit brauche ich schon gar nicht sagen. 4,5 Minuten, so viel Rauch schon am Start. Das ist schon sehr, sehr top. Ja, vielleicht komme ich dann erstmal hier zu Schnitt und Feuchtigkeit, zu der Bewertung. Und da muss ich sagen, ist es auf jeden Fall für mich eine 8,5. Wie gesagt, ihr habt zwei Dosen gesehen, zwei Schnitte, zwei Feuchtigkeiten von zwei unabhängigen Dosen, die, wo man auch sehen kann, dass das schon irgendwie eine andere Produktion ist, weil da eine andere Bezeichnung bei mir draufsteht als hier. Deswegen sehr, sehr top. Ich nehme mal die dritte Kohle runter, weil der Kopf kocht. Rauchentwicklung, wirklich mega nice. Hier ist das Licht nicht allzu hell, müsst ihr wissen. Deswegen würde man das sogar noch krasser sehen, wenn das Licht heller wäre. Und für mich auf jeden Fall eine 9. Brauche ich nicht viel sagen. Also wie gesagt, top ist für mich eine 9. So, und kommen wir zum wichtigsten oder zum interessantesten Punkt, der Geschmack. Da muss ich sagen, geruchlich überzeugend, geschmacklich auch. Also wirklich richtig geile Himbeernote. Nicht zu süß, nicht zu sauer. Also eigentlich gar nicht sauer, ist relativ, also eher in die süße Richtung. Und mit diesem Eisfeeling im Mund. Wirklich sehr, sehr geiler sommerlicher Geschmack. Feier ich, muss ich sagen. Kriegt von mir auch hier eine glatte 9. Auf jeden Fall für den Geschmack im ersten Eindruck. Und also beziehungsweise jetzt im ersten Durchlauf am Anfang. Ich werde gucken, wie lange man den Kopf rauchen kann und so weiter. Ich werde ihn jetzt erstmal rauchen, entspannt wie immer zu Ende. Und dann werde ich zum Gesamtfazit kommen, zum Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ja, deswegen würde ich sagen, rauchen wir den Kopf entspannt zu Ende und kommen wir dann zum Fazit. So, der Kopf ist durch und ich komme zum Fazit vom Chapo Chill von Argile. Hier oben seht ihr meine Limited Edition Dose. Die ist einfach was Besonderes. Kommen wir zur Bewertung. Und ich muss sagen, ganz kurz vorab, ich habe den, das erste Mal habe ich den im Mehrlochkopf mit Kamin geraucht. Ganz, ganz oldschool. Und ich muss sagen, ich habe da irgendwie schon einen Unterschied gemerkt zu heute. Das war schon irgendwie, ich muss sagen, im Mehrlochkopf war da irgendwie ein bisschen besser vom Geschmack. Der hat mir ein bisschen besser gefallen. Ich will es euch nochmal nur klarstellen, so Funnel und Smokebox ist mega geil, keine Frage. Aber das ist nicht das 9 Plus Ultra. Das will ich euch damit einfach nur mal sagen. Man kann auch im Mehrlochkopf rauchen. Wie gesagt, einige Tabaksorten muss man sollte man schon eher im Mehrlochkopf rauchen. Das ist mir irgendwie heute bewusst geworden, dass der auf jeden Fall auch im Mehrlochkopf ein bisschen intensiveren Geschmack hatte, auch mir persönlich ein bisschen besser gefallen hat. Deswegen nur nochmal hier, dass ihr Bescheid wisst, das ist nicht das 9 Plus Ultra. Aber natürlich, Funnel und Smokebox ist einfach bequemer und viel geiler zu rauchen. Dementsprechend kann ich das jetzt auch viel besser bewerten, weil ich ja beides schon probiert habe mit in diesem Tabak. Und deswegen geschmacklich mega geil. Himbeere, Eis, natürlich auch Geschmackssache. Wenn man Himbeere mag, dann mag man den Tabak auch. Aber generell so beerige Sorten sind ja eher sehr beliebt. Und da kann ich euch auf jeden Fall sagen, der wird euch überzeugen. Himbeer und diese leichte Kühle, richtig leckerer Geschmack und auch perfekt, so ein richtiger geiler Sommergeschmack. Und ist auch immer was Neues, weil so sonst Zitrone, Minze etc. ist schon nice, aber das ist dann einfach mal was Neues, was man rauchen kann. Bin mal gespannt, ich werde den auch eventuell mal mischen mit irgendeinem Tabak, zum Beispiel hier mit dem Chapo Layman von Agile, könnte ich mir auch richtig geil vorstellen. Das ist ja Zitrone, Eis, so ein bisschen in die Richtung. Deswegen, geschmacklich bekommt das Ganze von mir jetzt, also hat sich ja eine 9 gegeben und ja, auf lange Sicht definitiv bleibe ich bei der Meinung, 9 ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Und zum Fazit, Gesamtrauchdauer etc. war in Ordnung, war normal, wie gesagt, im Kamin, mit Kaminaufsatz habe ich den sogar noch ein bisschen länger rauchen können als mit der Smokebox. Ich weiß nicht, woran das lag. Vielleicht habe ich einfach ein bisschen besser gebaut da. Ich weiß es nicht. Aber einfach nur, dass ihr Bescheid wisst. Man kann es auch in einem Kaminkopf rauchen, also mit Kaminaufsatz rauchen. Das ist alles gar kein Problem. Deswegen Fazit, preis-leistungsmäßig ganz normal 17,90 €, wie man es kennt, für 200 Gramm. Und da bekommt ihr auf jeden Fall 200 Gramm leckeren Tabak, der auch mal ein bisschen ausgefallener ist vom Geschmack. Bekommt ihr auf jeden Fall von mir auch eine glatte 9, wirklich sehr, sehr geil. Agile generell eine richtig coole Marke. Habe ich dieses Jahr so ein bisschen für mich entdeckt und muss sagen, wie gesagt, die drei Geschmäcker habe ich probiert. Richtig lecker und da zähle ich den auf jeden Fall auch dazu. Wird vielleicht nicht mein Lieblings-Agile-Geschmack sein. Da ist zum Beispiel der Layman und der Orange Mint schon ein bisschen geiler. Aber wie gesagt, falls ihr einfach ein bisschen was Neues probieren wollt, ist der auf jeden Fall nice. Und ja, das war es an sich auch mit diesem Review. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das der Fall ist, würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen und über einen netten Kommentar. Ihr könnt ja mal eure Meinung zu Agile, falls ihr das schon mal probiert habt, in die Kommentare schreiben. Und ja, über ein Abo würde ich mich auf jeden Fall auch freuen. Es wird auf jeden Fall noch einiges folgen. Danke, dass ihr so fleißig einschaltet und ja, auch Kommentare da lasst, auch wenn es manchmal ein bisschen weniger ist, aber das kann ich verstehen. Die meisten gucken am Fernseher, aber ich würde mich freuen, wenn ihr da kurz ans Handy geht, einfach einen Kommentar da lasst. Ich würde mich freuen. Und ja, deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Video und bleibt geschmeidig, haut rein.